Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gaststättengesetzes und der Hessischen Bauordnung, Drucksache 19/4241 zu 19/3739. Berichterstatterin ist die Abgeordnete Wolf. Bitte schön, Frau Kollegin Wolf, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Beschlussempfehlung. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD und FDP sowie bei Enthaltung von DIE LINKE den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/4233 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolf. Sie haben auch die erste Wortmeldung abgegeben. Sie haben auch gleich die Möglichkeit zu sprechen. Vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Bitte schön, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will in umgekehrter Reihenfolge die Themen kurz behandeln, nämlich das zunächst, was unterschlagen worden ist in der öffentlichen Wahrnehmung im Grunde, nämlich der ordnungsrechtliche Teil dieses Gesetzentwurfs, den wir heute beschließen wollen. Ich glaube, dass der Bestandteil der Anzeige einer neuen Gaststätte, in dem auch die Betriebsart entsprechend anzuzeigen ist, ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass im Bereich dessen, dass wir innerhalb von 6 Wochen nach Anzeige bereits einen Betrieb aufnehmen können, wenn denn der Betriebsinhaber bisher sich als zuverlässig erwiesen hat, wichtige Regelungen sind, die nicht nur regional unterschiedlich dann gelten, sondern einheitlich eine Grundlage durch das Land Hessen bieten. Wichtiger aber noch ist der ordnungsrechtliche Regelungsgehalt insofern, dass das neue Gesetz bestimmen wird, dass ein Untersagungsverfahren auch dann fortgesetzt werden kann und fortgesetzt wird, wenn der Betriebsinhaber den Betrieb geschlossen hat. Meine Damen und Herren, es kann keine Ausweichbewegung geben in dem Augenblick, wenn ein Untersagungsverfahren beginnt, einen Betrieb zu schließen, nach kurzer Zeit wieder zu eröffnen, sei es an einem anderen Ort oder sei es mit einer anderen Person in der Spitze des Betriebes. Dieses muss verhindert werden. Und es muss zum Zweiten verhindert werden, dass nach einer Untersagung, was ein nicht ganz unwesentlicher Sachverhalt ist, dazu braucht es schon einige Voraussetzungen, dann der Betrieb wieder eröffnet werden kann, unterhalb einer Frist von einem Jahr. Das kann nur in Ausnahmefällen geschehen, wenn auch die Zuverlässigkeit in einer Ausnahmesituation wieder neu bewiesen worden ist. Ansonsten muss bei einem so schwerwiegenden Vorfall gelten, ein Jahr heißt auch ein Jahr. Meine Damen und Herren, ich denke, dass das eine gewichtige Maßnahme des Verbraucherschutzes ist und auch der Sicherheit des Bürgers. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern signalisieren, dass das geltende Recht gilt und auch wirklich durchgesetzt wird. Gerade in diesem sensiblen Bereich hat er einen Anspruch darauf. Und, meine Damen und Herren, die zweite Regelung ist natürlich öffentlich sehr viel mehr diskutiert worden. Das ist die Frage der Vorschrift von Toiletten. Dort bleiben wir auch nach der Anhörung bei der moderaten, differenzierten Änderung entsprechend den Rückmeldungen, die bei der Evaluation zustande gekommen sind. Wir sehen keinen Anlass, über diese Hauptrückmeldungen aus der Evaluation hinauszugehen und werden dieses auch so weiter im Gesetz behalten. Eine einzige Ausnahme, und die haben wir durch einen Änderungsantrag in den Gesetzentwurf hineingebracht. Wir sind hingewiesen worden auf Einkaufszentren, in denen mehrere Restaurants nebeneinander ihre Pforten geöffnet haben. Dort wird es nicht unbedingt erforderlich sein, dass jede einzelne eine Toiletteneinrichtung vorsieht, sondern es geht auch, dass es einfachere gemeinsame Lösungen geben wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, nach der Anhörung, die wir gemeinsam im Ausschuss gemacht haben, dass wir es erreicht haben, dass dies ein ausgewogener, pragmatischer Gesetzentwurf geblieben und noch weiter geworden ist, dem wir mit Freude in zweiter Lesung zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolf. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist auch schön, dass der
Staatsminister Grüttner uns noch ein bisschen Zeit fürs Wildpinkeln hier lässt, dass wir das noch ein bisschen debattieren können. Ja, meine Damen und Herren, das Wildpinkeln war in der Tat die große Schlagzeile. Die haben nicht wir als Opposition geliefert, sondern die hat der Staatsminister Al-Wazir medial verkündet. Also, den Wildpinklern wurde jetzt der Kampf angesagt. Und, Frau Wolff, das, was Sie zu Anfang gesagt haben, das ist als Problem kaum beschrieben worden und war auch überhaupt fast nicht Bestandteil der Anhörung. Was aber in der Anhörung deutlich wurde, ist, dass das alte Gesetz gelobt wurde. Auch der Hessische Städte- und Gemeindebund fand lobende Worte dafür. Zitat: Das Hessische Gaststättengesetz hat sich bewährt. Die Anhörung, meine Damen und Herren, und viele Probleme, die damals noch die Grünen gesehen haben, was die Hygienevorschriften und was den Verbraucherschutz alles belangt, all das ist überhaupt nicht eingetreten und wurde jetzt auch in der Anhörung nicht bestätigt. Also, ich glaube, dass wir mit dem alten Gesetz eine sehr gute Grundlage hatten. Aber, meine Damen und Herren, vom Hessischen Städtetag sind dann auch andere Anregungen noch gekommen, die weit darüber hinausgegangen sind als das, was der Regelungsbedarf darstellt. Das ist die Forderung, auch für Bäcker und Metzger mit Getränkeausschank generelle Toilettenpflicht einzuführen. Da gab es sogar die Forderung, eine Prüfung der CO2-Emissionen von Shisha-Gaststätten. Also, ich bin ganz froh, dass die Fraktionen dem nicht gefolgt sind. Meine Damen und Herren, natürlich war die Toilettenpflicht im Mittelpunkt der Debatte und die Kernfrage, wo darf der Gast, der Kunde, eine Toilette erwarten? Ich finde es ein bisschen schade, dass der Frage, was die Barriere Armut anbelangt, bei Gaststätten weniger tatsächlich fachlich aufgegriffen worden ist, sondern dass es relativ schnell über das Thema hinausgeht und im Grunde klar machte, dass das Problem des Wildpinkelns zumindest weder mit dem Hessischen Gaststättengesetz noch mit der Bauordnung irgendwo in den Griff zu bekommen ist. Deswegen haben sich auch die Anführenden kaum damit befasst. Meine Damen und Herren, aber man dürfte natürlich schon einmal fragen, warum ausgerechnet die Vertreter der kommunalen Familie noch weitere Verschärfungen gefordert haben. Ich hatte Ihnen damals gesagt, wenn man das Problem tatsächlich ernsthaft angehen will, dann müsste man mehr über öffentliche Toiletten nachdenken. Öffentliche, kostenlose Toiletten, wie sie z.B. in den Niederlanden überall zur Verfügung stehen. Und wenn ausgerechnet die kommunale Familie, die die Reihe nach öffentliche Toiletten schließen aus Kostengründen, jetzt sagen, es müssten aber dann die Gewerbetreibenden dafür sorgen, meine Damen und Herren, dann ist das ein bisschen schon ein Stück aus dem Tollhaus. Meine Damen und Herren, es ist uns nicht ein Fall gemeldet worden. Deswegen sagt auch der De Hoga, wir haben überhaupt kein Problem mit diesem Gesetz, weil Gaststätten, weil Restaurants, Bars, Kneipen haben alle eine Toilette für ihre Kunden. Aber wo wir eben ein Problem haben, das ist gerade bei großen Stadtfesten. Wer das einmal erlebt hat bei einem Rosenmontagsumzug, was sich dort in den Gassen, in den Innenstädten abspielt, meine Damen und Herren, das ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Das braucht auch keine Scherze, sondern das hat wirklich etwas damit zu tun, wie Menschen, die ihre Notdurft verrichten können, dann eine Gelegenheit dafür finden. Und auch da spielen vor allen Dingen öffentliche Toiletten eine maßgebliche Rolle. Und, meine Damen und Herren, hier wäre es eben angebracht gewesen, wenn die Landesregierung etwas tun will, dann mehr auch eine Verpflichtung dessen, was die kommunale Familie dazu beizutragen hat, dass dort dann Toiletten auch vorzufinden sind. Meine Damen und Herren, die IHK hat das in ihrer Anhörung in der Stellungnahme auch gesagt, dass sie das Problem eigentlich nicht wirklich erkennen können, sondern eher auch sehen, dass sich Kommunen, dass sich Gemeinden und Städten immer mehr aus ihrer Verantwortung dabei herausziehen. Ich kann nur sagen, wenn Sie dieses Gesetz jetzt weiterhin verschärfen, alle Gesetze, die Sie machen, müssen Sie auch am Ende kontrollieren. Und, meine Damen und Herren, Sie werden dann damit rund 88, 98, 99% aller Gaststätten kontrollieren müssen.
die eine Toilette ja vorhalten. Und das kostet Geld, meine Damen und Herren, das kostet den Steuerzahler Geld, und das haben die Beamten dann eben auch die Zeit nicht mehr zur Verfügung, um das an anderer Stelle vielleicht sinnvoll einzusetzen. Es ist und bleibt ein Problem, das, was Sie angehen wollten, was ein großer medialer Aufschlag war, das war das Wildpinkeln, jetzt dem Kampf anzusagen, na, damit, dafür taugt Ihr Gesetz nun mal überhaupt nichts. Es wäre klüger gewesen, nicht noch mehr Bürokratie einzuführen, sondern das Gesetz einfach dabei zu belassen, so wie es war. So war es nämlich gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Eckert. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich darf jetzt zu dieser Zeit zu dem Thema reden. Unser parlamentarischer Geschäftsführer hatte nämlich gesagt, das mit dem Wildpinkeln macht bei uns der Eckert. Deswegen darf ich mich zu diesem Thema auch äußern und will mit HR Online von heute auch beginnen, die über das Thema überschreiben und ihren Bericht beginnen mit »Wer ausschenkt, muss auch reinlaufen lassen«, und kommen dann auf die Frage der Toilettenpflicht. Ich finde, in der Überschrift beschreiben Sie das völlig zu Recht und machen deutlich, dass es in einem Gesetz festgeschrieben werden muss, ja, es braucht eine Toilettenpflicht entsprechend, die in so einem Gesetz festzuschreiben ist. Aber, meine Damen und Herren, der Kampf gegen das Wildpinkeln, ich finde, das muss man so sagen, mit diesem Gesetzentwurf ist in Hessen abgesagt. Bei diesem Reförmchen, Herr Minister, und deswegen sage ich Reförmchen, ist auch dieses Chen so klein, denn Sie beschreiben zu Recht das Problem. Anders als der Kollege Lenders, der sagt, es gibt kein Problem, glaube ich sehr wohl, dass es ein Problem gibt. Aber das Problem beschreiben Sie mit einer Scheinlösung so klein, dass wir diesen Weg mit Ihnen nicht gemeinsam gehen können. Es braucht für Hessen, wenn es denn das Problem so richtigerweise erkannt ist, eine echte Lösung, und die wäre mit der tatsächlichen Pflicht für das Vorhalten von Toilettenanlagen in Betrieben mit Getränkeausschank notwendig, ohne Sonderregelungen, ohne Ausnahmen in diesen Bereichen. Denn, meine Damen und Herren, das Wildpinkeln ist zugegebenermaßen jetzt eher ein männliches Problem, aber es geht bei dem Thema über ganz viele andere Bereiche in der Gastronomie, in der Frage von dem berühmten Kaffeekränzchen im Café der älteren Dame, der jungen Familie mit Kindern und all diesen Bereichen. Da ist die Frage vom Vorhalten von Toiletten eine andere und nicht nur Wildpinkeln. Und deswegen wäre mehr besser gewesen, meine Damen und Herren. Ich will in dem Zusammenhang aus der Anhörung den Landesverband für Markthandel und Schausteller aus Hessen zitieren, nicht nur, weil die Landesgeschäftsstelle bei mir in meiner Heimatgemeinde ist, aber weil sie, finde ich, das Thema genau beschreiben. Zitat: Es ist nicht einzusehen, warum die Toilettenvorgabe beim Ausschank alkoholischer Getränke gelten soll, nicht aber bei weiteren, teils sogar noch stärker diuretisch bzw. expulsiv wirkenden Getränken wie Kaffee, Apfelsaft, Most und weiteres. Die Vorstellung, dass beispielsweise die bekannteste amerikanische Burgerkette, bloß weil diese keine alkoholischen Getränke anbietet, keine Gästetoiletten vorhalten muss, erscheint doch geradezu absurd. Dabei ist dies nicht etwa eine reine, aus der Luft gegriffene Fiktion, sondern mindestens in Frankfurt am Main, in der Kaiserstraße, heute bereits Realität. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wenn das aus der Praxis so geschildert wird, dann zeigt sich, dass Ihre Einschränkungen nicht ausreichend sind, diesen Kampf wirklich in Hessen zu führen. Es bleibt auch insoweit ein eher stumpfes Schwert, denn mit den Regelungen des Bestandsschutzes im Baurecht, und da wären wir fast wieder beim Alkohol, verändert sich in Hessen, wenn überhaupt etwas in dem Bereich, im Promillebereich, weil das, was Sie wirklich verändern, dieser Fortschritt, der ist wirklich, glaube ich, in diesem Bereich erst nachher nur messbar, meine Damen und Herren. Und deswegen, ja, es wäre richtig, da mit einer umfassenden Regelung ranzugehen, aber natürlich die Gastronomie mit dem Thema nicht alleine zu lassen, nicht nur das gesetzliche Vorschreiben, sondern sie mitzunehmen und zu unterstützen in der Veränderung, auch beim Thema Barrierefreiheit. Und das ist das zweite Thema mit in diesem Gesetzentwurf. Nur deklaratorisch reinzuschreiben, Barrierefreiheit, und damit sind alle Spatzen gefangen, das ist bei diesem Thema beileibe viel zu wenig, meine Damen und Herren. Hier brauchen wir, gerade wenn wir uns anschauen, welche Funktion die Gastronomie insbesondere auch im ländlichen Raum hat, die Frage von
gemeinsam Zeit verbringen, das soziale Miteinander, die Gastronomie als Begegnungsstätte, all diese Themen. Deswegen ist es wichtig, dort neben den Vorgaben natürlich sie auch in dieser Entwicklung voran mitzunehmen und zu unterstützen. Denn wir wollen das nicht nur für wenige, sondern nachher für alle. Und deswegen ist Barrierefreiheit ein wichtiges Thema, was neben der eigenen deklaratorischen Beschreibung sicherlich mehr Stellenwert in diesem Gesetzentwurf hätte bekommen müssen, meine Damen und Herren. Wir hätten noch in dem Gesetzentwurf viele Themen unterbringen können, wenn man denn nur gewollt hätte. Ich will nur erwähnen, weil wir sie in der ersten Lesung auch ein Stück weit diskutiert hatten, das Thema der Kostenfreiheit von entsprechendem Aufsuchen von Toiletten wäre rechtlich möglich, wenn man es denn nur wollte. Das Thema von Autobahnraststätten könnte mit einbezogen werden. Ich hatte in der ersten Lesung schon einmal darauf hingewiesen, auf die Expertise in der Landesregierung in Person des Kultusministers, der in früherer Tätigkeit hierzu umfangreiche Stellungnahmen abgegeben hat. All diese Themen hätte man regeln können, wenn man es denn gewollt hätte. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, Frau Wolff, Sie haben auch ein bisschen was angesprochen zum Thema Vollzug. Da verbessern Sie etwas in den Details. Das ist gut und richtig. Aber am Kern geht es in diesem Gesetzentwurf um etwas anderes. Das ist nun einmal diese Frage der Barrierefreiheit und der Vorhalten der Toilettenverpflichtung. Und ich will damit bei diesem Thema abschließen mit Machiavelli, der gesagt hat, regieren heißt Glauben machen. Herr Minister, mit diesem Gesetzentwurf wollen Sie uns Glauben machen. Erstens, Sie regieren und wollen wirklich etwas gestalten. Und zweitens, Sie verändern tatsächlich etwas. Aber am Ende des Tages sage ich Ihnen, genau das tun Sie nicht. Sie haben das Grundproblem zwar im Ansatz erfasst, aber Sie bleiben auch nur bei Ansätzen von Lösungen. Deswegen, Herr Minister, der heroische Kampf gegen das Wildpinkeln in Hessen ist mit diesem Gesetz sicherlich eher abgesagt. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als nächster Redner spricht nun Kollege Klose von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Klose, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Jahr 2006 im Zuge der Föderalismusreform wurde die Zuständigkeit für das Gaststättenrecht in Ländern übertragen. Und auch im Bundesgaststättengesetz damals war die Pflicht zur Bereithaltung von Toiletten ja nicht explizit geregelt. Ich komme direkt zum Kern, weil das ist ja das Thema, was alle an diesem Gesetz am meisten zu interessieren scheint. Allerdings waren die Länder damals ermächtigt, Mindestanforderungen an die Ausstattung von Gaststättenräumen zu definieren. Und so hat auch die frühere hessische Gaststättenverordnung die Verpflichtung enthalten, Toiletten bereitzustellen. Als sie dann 2002 aufgehoben wurde, war man der Ansicht, das sei eine Selbstverständlichkeit und im Interesse jedes Gastwirts. Deshalb müsse man es nicht anordnen. Leider hat die Erfahrung seither gezeigt, dass das ein Irrtum war. Und es waren insbesondere die Kommunen, die darauf hingewiesen haben, dass gerade kleinere gastronomische Betriebe zunehmend darauf verzichten, Gästetoiletten zur Verfügung zu stellen. Eine Folge sind unzufriedene und irritierte Gäste auf der Suche nach einer Toilette. Eine andere aber ist auch, dass laut Städtetag zunehmende Urinieren in der Umgebung solcher Gaststätten zum Ärger der Nachbarinnen und Nachbarn, eben schon angesprochen, dieses Wildpinkeln also, ist ein Zustand, der im Interesse aller nicht länger fortgeführt werden darf. Und deshalb wird für Gaststätten mit dem neuen § 39 Absatz 2 der Hessischen Bauordnung die Pflicht aufgenommen, eine ausreichende Zahl von Toiletten, und das heißt dann stets auch entsprechende Waschräume, bereitzustellen, sofern Alkohol ausgeschenkt wird. Warum aber beschränkt auf Gaststätten, die alkoholische Getränke ausschenken? Weil sich im Rahmen der Evaluation des Gesetzes eben herausgestellt hat, dass dergleichen Missstände für Bäckereicafés, Imbisse usw. nicht bekannt sind. Aus dem gleichen Grund sind auch Straußwirtschaften oder Straßenfeste in diese Verpflichtung im Übrigen nicht eingeschlossen. Das stieß während der Anhörung vereinzelt auf Kritik. Sie wurde ja eben auch schon angesprochen. Wir haben dennoch entschieden, diese Toilettenpflicht zunächst an den Alkoholausschank zu koppeln, weil eben dort die bekannten Probleme auftreten. Unisex-Toiletten, auch das hatten wir schon in der ersten Lesung, sind in Zukunft ausdrücklich zulässig. Das kann dann bei einer kleinen Kneipe auch heißen, dass eine Toilette, deren Nutzung nicht auf ein Geschlecht beschränkt ist, ausreicht. Ich hatte ja seinerzeit schon darauf hingewiesen,
dass das sowohl in unseren Nachbarländern, aber auch in Zügen und Flugzeugen längst akzeptierte Realität ist. Einem Vorschlag aus der Anhörung kommen wir mit unserem Änderungsantrag gerne nach. Da geht es um die Gaststätten in den Einkaufszentren. Kollegin Wolf hatte das bereits ausgeführt. Auch diese sollen weiterhin auf zentrale Toilettenanlagen zurückgreifen können. Jetzt gilt es zu schauen, ob diese neuen Regelungen das Problem entschärfen oder ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Auf St. Pauli und in Mainz beispielsweise werden Häuserfassaden inzwischen ja mit einem Speziallack behandelt, der dafür sorgt, dass die auftreffende Flüssigkeit von der Wand reflektiert wird. Ob nasse Hose statt nasser Wände aber der Weisheit letzter Schluss ist, na ja. Aber jetzt endlich genug von dem Toilettenthema, auch wenn sich die öffentliche Diskussion stark darauf fokussiert. Das Gesetz, das wir heute beschließen werden, verfolgt ja noch ein paar andere Ziele. So muss künftig bereits bei der Gewerbeanmeldung die Betriebsart, z.B. ob es sich um ein Café oder eine Diskothek oder eine Bar handelt und ob eine Außenbewirtschaftung stattfindet, angegeben werden. Das erleichtert es den Behörden dann auch einzuschätzen, ob von einer Gaststätte möglicherweise Lärm oder andere Störungen für die Umgebung ausgehen. Künftig kann ein Untersagungsverfahren gegen einen Gaststättenbetreiber dann fortgeführt werden, wenn dieser die Gaststätte auch dann fortgeführt werden, wenn dieser die Gaststätte während des laufenden Verfahrens aufgibt. Das beseitigt ein bisher bestehendes Schlupfloch für manch schwarzes Schaf in diesem Bereich, das sich der Untersagung durch das Schließen einer Gaststätte entzieht, um wenig später eine andere zu eröffnen. Das dient den Gästen, aber eben auch den vielen ordentlichen Wirtinnen und Wirten in unserem Land. Und für diese ist es außerdem sehr hilfreich, dass eine alkoholausschenkende Gaststätte künftig bereits vor Ablauf der sechswöchigen Anzeigefrist betrieben werden darf, wenn die Zuverlässigkeit des Betreibers durch die Gaststättenbehörde festgestellt wurde. Das erleichtert den Gastwirten das Leben, ist aber auch ein Beitrag zu einem verbesserten Verwaltungsvollzug. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz treten echte Verbesserungen für die Betreiber von Gaststätten, aber auch für ihre Gäste und Nachbarn in Kraft. Deshalb wurde das Gesetz während der ausführlichen Anhörung weit überwiegend positiv beurteilt. Aktuell hat das ja auch der Hotel- und Gaststättenverband noch einmal bekräftigt. Deshalb ist es sehr gut, dass wir jetzt und heute endlich mit diesem Gesetz zu Potte kommen. Und wenn es sich so bewährt, wie wir das gemeinsam, Herr Staatsminister, erwarten, steht sicherlich auch der Verleihung eines Locusordens an Sie nichts mehr im Wege. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Klose. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bis vor gut 15 Jahren musste jede Gaststätte, die Sitzplätze anbot, eine Toilette haben. Das war ganz klar und eindeutig geregelt. Dann wurde das durch die CDU-FDP-Regierung abgeschafft, unter der falschen Annahme, wie sich jetzt herausstellt, der Markt würde das schon alles regeln. Auch wenn die Neuregelungen jetzt im Kampf gegen das sogenannte Wildpinkeln eher als Law-and-Order-Maßnahme daherkommen, ist die grundsätzliche Wiedereinführung der Toilettenpflicht aus unserer Sicht richtig. Und damit besteht die jetzige Landesregierung ja auch ein, dass die seinerzeitige, ohne Not vorgenommene Deregulierung ein Irrweg war, der eher ins Grüne, respektive also in die Wildnis, geführt hat. Aber auch die Anhörung hat noch einmal gezeigt, in der Praxis wird die Neuregelung aber leider kaum Auswirkungen haben. Die Einschränkung auf den Alkoholausschank schließt viele Betriebe aus, und der Bestandsschutz sorgt zudem dafür, dass sich an den bestehenden Gaststätten gar nichts ändert. Die Nachrüstung der bestehenden Betriebe müsste aber unserer Ansicht nach geregelt werden. Es wäre sehr wichtig und auch zeitgemäß, die Notwendigkeit der Barrierefreiheit klar festzulegen. Kollege Eckert hat schon darauf hingewiesen. Das ist auch unsere Ansicht, und zwar sowohl bei den Toiletten, allerdings natürlich auch beim Rest des Betriebes,
Da hat das Gesetz aus unserer Sicht aber weiterhin eklatante Leerstellen. Wenn es Ihnen um die Bekämpfung des Wildpinkelns geht, das ja nur sehr lokal begrenzt vielleicht ein Problem ist, dann wird diese Novelle keine große Auswirkung haben und eher Symbolpolitik bleiben. Die Gastronomen, das wissen wir, werden das alleine ja nicht lösen. Dann muss man auch andere Stellschrauben, an anderen Stellschrauben drehen. Und dann müssen wir natürlich auch die Kommunen, denn das ist auch schon angesprochen worden, finanziell so ausstatten, dass sie wieder brauchbare öffentliche Toiletten anbieten können. Und dann müssten wir vor allem auch Unternehmen wie die Bahn oder die Raststättenbetreiber in die Pflicht nehmen, wieder kostenlose Toiletten anzubieten. Aber genau das wird nicht angegangen. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, uns als LINKE geht es stets um die elementaren Bedürfnisse der Menschen, also aller Menschen. Und deswegen haben wir ja diese Rede auch gegendert. Also in der ersten Lesung hat Frau Wissler dazu Stellung genommen, in der zweiten Lesung jetzt ich. Und deshalb will ich zum Schluss nur feststellen, die Novelle ist trotz vielem, das fehlt, ein winziger Schritt in die richtige Richtung. Daher lehnen wir das auch nicht ab. Wir können aber dieses kleine Schrittchen auch, diesem kleinen Schrittchen auch nicht zustimmen und werden uns deshalb enthalten. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Staatsminister Al-Wazir. Tarek, auf geht's. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon gesagt worden, das Gaststättengesetz insgesamt regelt viel, sogar sehr viel, auf jeden Fall viel mehr, als in der Öffentlichkeit darüber berichtet wurde. Aber dass überhaupt in der Öffentlichkeit über eine Novellierung des Gaststättengesetzes berichtet wird, hängt sicherlich damit zusammen, dass wir hier über die Frage unter anderem auch der Toilettenpflicht reden. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich festhalten, aus meiner Sicht ist die Kneipe ohne Klo kein Geschäftsmodell der Zukunft. Das wollen wir an dieser Stelle auch noch einmal dann eben gesetzlich kodifizieren. Und deswegen ausdrücklich, neu eröffnete Gaststätten mit Alkoholausschank müssen in Hessen künftig eine Gästetoilette zur Verfügung stellen. In diesem Punkt auf die Freiwilligkeit zu setzen, hat sich nicht bewährt. Das Ergebnis sind zahlreiche Beschwerden, sowohl von Gästen als auch von Anwohnern von Kneipen. Deswegen führen wir nach 14 Jahren wieder eine Toilettenpflicht ein. An dem Punkt will ich übrigens ausdrücklich sagen, die Befristung von Gesetzen, die mal 1999 eingeführt wurde, als Grundsatz für alles, habe ich immer sehr kritisch gesehen. Aber an manchen Punkten macht sie Sinn, nämlich da, wo man wirklich etwas Neues einführt, um dann nach einer gewissen Zeit zu überprüfen, ob es sich bewährt hat und an bestimmten Punkten auch zu korrigieren. Das war die Idee dahinter. Da man es aber für alle immer gemacht hat, war vielleicht ein bisschen übertrieben, um es einmal vorsichtig gesagt, auch dann, wenn man eigentlich fast nichts geändert hatte. An dem Punkt macht es Sinn. Und ich will an der Stelle ausdrücklich sagen, das ist der Grund, warum wir das heute hier debattieren. Ich finde, es sollte selbstverständlich sein, beim Ausschenken von Bier oder anderen Alkoholika auch die Möglichkeit zu bieten, die harntreibenden Flüssigkeiten mit Anstand wieder loszuwerden. Und in diesem Zusammenhang will ich noch einmal ausdrücklich sagen, in Zukunft reicht aber eine sogenannte Unisex-Toilette, obwohl man ja sagen muss, auch das gehört vielleicht zur Wahrheit dazu, das Problem der Wildpinkler ist jedenfalls in der Praxis fast immer ein Problem, was nur Männer betrifft. Das muss an dieser Stelle einmal gesagt werden. Also sozusagen Problem verursachen fast immer nur die Herren der Schöpfung. Ich hoffe, keiner der Anwesenden, Herr Kollege Eckert. Wir entsprechen mit diesem Gesetz dem Grundsatz so viel wie nötig, aber auch so wenig wie möglich. Ich will ausdrücklich sagen, dem Vorschlag aus der Anhörung, auf eine Toilettenanlage in einer Gaststätte zu verzichten, wenn zentrale Anlagen zur Verfügung stehen, ist ja die Mehrheit des Ausschusses auch gefolgt.
Das heißt, in Gaststätten, in Einkaufszentren soll eine zentrale Toilettenanlage ausreichen, wenn sie in entsprechender Nähe ist. Ich will auch noch einmal ausdrücklich sagen, weil das hier gerade angesprochen wurde vom Kollegen Eckert, auch vom Kollegen Schaus, warum eigentlich nur bei alkoholischen Getränken? Meine Antwort ist relativ einfach, weil die Probleme fast immer nur bei alkoholischen Getränken auftreten. Manche, Sie haben ja auch von Kaffee geredet und anderen Bereichen. Offensichtlich hat Kaffee jedenfalls nicht die berauschende Wirkung, die dazu führt, dass eine gewisse Enthemmung eintritt, die dazu führt, dass das Problem am Ende auftritt. Also insofern, Sie haben gesagt, eine Änderung im Promillebereich. Offensichtlich ist das nur im Promillebereich, nämlich im alkoholischen Promillebereich, nötig. Und wenn es nur da das Problem gibt, dann wollen wir auch nur da etwas ändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ausdrücklich, eine Unisex-Toilette genügt den Anforderungen, und diese muss nach der Hessischen Bauordnung grundsätzlich barrierefrei sein. Das heißt, sie muss von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen, Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Wer da Veränderungen möchte, der muss an die Bauordnung gehen, nicht ans Gaststättengesetz, und muss aber auch da immer das Ende bedenken. Das heißt auch die Frage, wie gehen wir mit Bestandsbauten um. Das wird uns sicherlich in der nächsten Zeit dann noch in anderen Bereichen beschäftigen. Größere Gaststätten, die unter die Versammlungsstättenrichtlinie fallen, müssen sowieso getrennte Toiletten einrichten. Es gilt der Bestandsschutz, weil bei Gaststätten als bauliche Anlage der baurechtliche Bestandsschutz greift. Ich kann aber an dieser Stelle nur an die Betreiber appellieren, wenn sie beispielsweise einen Betreiberwechsel es gibt, wo dann auch der Bestandsschutz weiterhin greift, bei Missständen eigenverantwortlich tätig zu werden und soweit möglich und notwendig entsprechend nachzurüsten. Weil natürlich ist eigentlich ja die Frage, das ist ja normalerweise immer der FDP-Satz, wenn es nicht nötig ist, etwas zu regeln, dann lasse es. Leider hat es sich als nötig erwiesen, etwas zu regeln, wo man eigentlich denkt, dass die Leute von selbst drauf kommen müssen, dass man a. eine Gaststätte anbietet und b. nicht ständig, in Anführungszeichen, sich irgendwohin erleichtert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber da der Kollege Eckert ja mit Machiavelli gesagt hat, wir würden nur so tun, als ob, kann ich Ihnen sagen, wir werden an vielen anderen Bereichen auch noch über die Frage nachdenken müssen, was wir gegen das Wildpinkeln tun können. Also, Herr Kollege Eckert, zitieren Sie nicht Machiavelli. Ich zitiere einmal in abgeänderter Form Max Weber aus dem Beruf zur Politik. Der Kampf gegen das Wildpinkeln bedeutet das Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Wir haben noch weitere Neuregelungen im Gesetz. Nämlich als Beispiel, die Gastwirte müssen zukünftig nicht nur die Betriebsart angeben, also Kneipe, Café, Diskothek, sondern auch, ob sie eine Außenbewirtschaftung planen. Diese beiden Angaben ermöglichen es den Fachbehörden einzuschätzen, ob es zu Belästigungen kommen kann, ob sie gegebenenfalls präventiv tätig werden. Es ist völlig klar, dass beispielsweise von einer Diskothek andere Störungen zu erwarten sind als von einem Café. Und alkoholausschenkende Gastwirte sollen bereits vor Ablauf des sechswöchigen Zeitraums, der zwischen der Anzeige und dem Beginn ihres Gewerbes liegt, tätig werden können. Dies gilt insbesondere dann, wenn ihre Zuverlässigkeit schon vorher festgestellt wurde. Insgesamt, letzter Satz, Herr Präsident, tragen die Ergänzungen in dem vorgelegten Gesetzgebungsvorhaben dazu bei, Missstände zu minimieren, Verwaltungsabläufe zu optimieren und einen vernünftigen Ausgleich zwischen den Interessen der Gastronomie und der Allgemeinheit herzustellen. Ich bedanke mich für die gute Debatte sowohl im Ausschuss als auch hier. Und freue mich darauf, dass die Mehrheit des Hauses gleich dieses Gaststättengesetz beschließen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung.
Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gaststättengesetzes und der Hessischen Bauordnung in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen, SPD, FDP, wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen, zum Gesetz erhoben. So.